Also ich finde, der Ding liegt komplett auf dem Boden. Ja. Tiefer als die Titanic. Ja, das ist schon, das ist versenkt, sagen wir so. Aber understatic, ja. Wobei man muss sagen, also nicht kein Herz, keine Herzrhythmusstörung bekommen, das ist so nicht fahrbar. Also es ist nicht lenkbar und auch der Bodenfreigang reicht nicht und der Gelenkwinkel, Beugewinkel passt auch nicht. Aber es zeigt halt, welches Potenzial das Fahrwerk hat. Man muss nämlich sagen, an der Stelle wirklich auch nochmal Danke an die Jungs und Mädels von ST Suspension. Weil die haben wirklich was ganz Besonderes gemacht. Nämlich, wenn man sich nur so mäßig auskennt damit, was macht man dann? Man nimmt halt so ein Fahrwerk, ja, und nimmt halt die Feder kürzer. Oder versucht halt hier mehr Gewindegänge reinzuschneiden, dass ich weiter runterschrauben kann. Wenn ein Fahrwerk funktionieren soll, also quasi dieser Dämpfer im Fahrzeug arbeiten können soll, dann braucht der aber ein restfreier Federweg. Ja, weil du hast hier oben dieses gelbe Teil, sich das? Ja. Das ist der Druckpuffer. Und wenn das am Schluss, das sieht er hier, ja, wenn das am Schluss alles auf Block liegt, weil es so tief runtergeschraubt ist, dann kann das Fahrwerk hier nicht mehr arbeiten. Dann ist es wie, was du erzählt hast, eine starre Stange mehr oder mit in deinem, was? Ja, früher hast du zum auch nicht mal was gehört. Ja, da hast du mal was erzählt zum Thema. Was meinst du denn? Na, vielleicht habe ich es ja nur geträumt, ja. Aber du hast schon mal erzählt, dass du irgendwann mal ein Fahrwerk getuned hattest. Das war mit 18, das weiß ich nicht. Das war ein Kumpel mit Schlocker. Ja, erzähl es doch mal. Hier, der Konrad und der Robert, ne? Meine alten Kumpels. Die gucken auch unsere Videos übrigens. Die haben einen Scirocco. Wir hatten keine Kohle damals, ne? Wir haben einen Scirocco in den ganzen 30 Jungs, weißt du, ein Auto, jeder fünfmal getankt und dann sind wir durch hier gefahren. Natürlich auch keine Kohle, wollten das Ding tiefer legen. Da haben wir wirklich, kein Scherz, nicht nachmachen bitte. Wir haben einen Zaun abgeschnitten, also einen Pfosten, Löcher durchgebohrt und das quasi ohne Feder, ohne nichts. Also ein Auto mit Reifenfederung gehabt, ohne wirkliche Aufbaufederung. Aber in Gelder, ich habe in Gelder gewohnt, da war so Pflasterstein. Das Auto so, du bist so ein Geisteskranker gefahren. Ja. Und das Schlimme ist, ich nenne hier keine negativen Namen, sowas mache ich nicht, aber es gibt ja durchaus Fahrwerke am Markt, okay, die kann man zwar ganz runterschrauben, da freut sich jeder, boah, Restgewinde, ja. Aber im Endeffekt liegt das alles auf Block und dann fährt sich das genauso wie deine Pfostenstange. Dann könntest du eigentlich auch das Fahrwerk, kannst du das Geld sparen und irgendwo beim Zaun abschneiden. Genau. Und was wir hier gemacht haben, ist viel komplexer. Wir sind hingegangen, weil wir haben das nochmal angepasst. Mhm. Ja, wir hatten das letzte Mal ja schon über das Fahrwerk gesprochen, aber wir haben ja nochmal ein bisschen an der Fahrzeughöhe gearbeitet. Und deswegen haben wir gesagt, damit das Fahrwerk ordentlich arbeiten kann, hat ST nochmal eine Überarbeitung des Fahrwerks gemacht. Ja, das ist ja immer noch Entwicklungsprozess. Das heißt, wir versuchen momentan immer noch den besten Kompromiss zwischen Einstellhöhe und Wirkbereich des Dämpferbeins sicherzustellen. Und wir haben Folgendes gemacht. Wir haben nicht nur die Feder verkürzt, sondern wir haben auch diese Anschraubpunkte hier nach oben versetzt. Das heißt, die Gesamtlänge, das Behältervolumen bleibt gleich. Okay. Und wir haben das Gesamte in der Länge gekürzt, dass ich hier mehr freien Federweg habe, wenn ich das runterdrehe. Das bleibt einfach mehr Abstand, kann ich da vorstellen, zwischen der Auflagefläche hier und dem Puffer da. Dadurch kann das Fahrwerk in einer tieferen Höhe immer noch arbeiten. Und das macht normalerweise, das machen die wenigsten. Deswegen wird dieses Fahrwerk als Federdämpferelement auch wirklich super funktionieren auf der tiefen Trimlage. Und das ist genau der Unterschied. Du kannst ganz viele tiefe Fahrwerke kaufen. Die Mehrheit der Fahrwerke funktioniert aber nicht mehr, wenn du es richtig runtergeschraubt hast. Dann fährst du halt wie mit deinen Stahlstangen im Auto. Und das Fahrwerk, das wird später auch wirklich funktionieren. Klar, die Fahrhöhe ist jetzt vom Auto her nicht darstellbar, weil ich sag mal, du nicht mehr richtig lenken kannst und so weiter. Ja. Aber der Dämpfer würde auch noch in dieser Stellung arbeiten. Das heißt, kleiner Hinweis noch, selbst wenn ihr kein Bodykit habt und wollt aber ein Coupé besonders tief fahren, könnte man ja auf die Idee kommen. Ist das Fahrwerk auch eine interessante Sache? Nicht jeder, der ein Bodykit gekauft hat, hat auch ein Fahrwerk gekauft. Ja, bis jetzt. Also da sind noch von den 40 limitierten Fahrwerken, die wir gemacht haben, ne? Könnte man noch welche erwerben. Und außerdem finde ich das echt hardcore interessant, wie du über ein Fahrwerk oder Federn oder allgemein über Stoßdämpfer interessant reden kannst. Also ich finde, der Rufen sollte sich wirklich einen YouTube-Channel anschaffen. Muss. Ja, und wir machen eine Wette. Wenn hier bei dem Video 1000 Kommentare kommen, muss er ein Video, muss er einen YouTube-Channel machen. Ruhe, schreib mir die Kommentare hier. Ja, wenn 1000 erreichen, musst du das machen. Wenn nicht, dann lasse ich dich in Ruhe. Du machst ja ständig, voll interessant. Du machst ja ständig Challenges. Ja. Du zählst gegen Jean-Pierre mit dieser Tischtennis-Challenge. Ja, da verlierst du sowieso. Challenge, was ist eine Challenge? Ich spiele einfach nur. Ja, ja. Das ist also für mich das Understatement. Ja, mal üben, das kannst du dir nicht vorstellen. Was habe ich da bloß getan? Nein, auf jeden Fall, ich finde das wirklich interessant,
ich kann ja auch die ganze Zeit zuhören, wie du das erklärst, wie das alles funktioniert. Die Art von dir, ich finde das wirklich sehr interessant. Ich dachte, okay, Dämpfer ist Dämpfer, ja, mach so ein bisschen Gewinde, wie du sagst, schön runterschrauben, das Ding mit viele Restgewinde und so weiter, fertig. Ja. So ist das nicht. Na, das denken halt viele, aber das ist ja nicht schlimm, dass man das denkt, deswegen sagen wir, das ist ja nicht umsonst ein Beruf, ja. Und ich meine, ich beschäftige mich ja den ganzen Tag mit Technik, deswegen ist es ja auch relativ klar, dass ich natürlich solche Dinge ganz gut, sagen wir, im Blick habe. Das muss ja ein normaler Kunde auch nicht im Blick haben. Man muss halt nur wissen, wo kauft man was, dass man im Endeffekt auch sicher ist, dass da auch ein bisschen Engineering dahinter ist. Weil wie gesagt, es gibt ganz viele Anbieter am Markt, ich nenne keine Namen, da funktioniert das Thema Extremtieferlegung genau so. Ich nehme das vorhandene Dämpferteil, mache eine kürzere Feder rein, mache mehr Gewinde und fertig ist der Lack. Ah, okay. Das Ding wird aber später nicht mehr funktionieren. Also im Sinne eines Setups, rollen, ja. Natürlich, klar, du kannst mit dem Ding rollen, aber wenn es jetzt um Performance geht und vor allem so ein Fahrwerk, vielleicht um euch das nochmal zu sagen, warum das so ein Problem ist. Es geht nicht darum, dass dieses Fahrwerk hart ist, weil da sagen ja viele, hart ist ja cool, ey, fahr ja hart. Ja. Das Problem ist, wenn das über ein gewisses Maß drüber geht, dann kriegst du Spitzen, also Kraftspitzen in deinem Dämpferbein. Und das bedeutet, dass du Radlast, also nennt sich Radlastschwankungen. Das Auto steht ja statisch auf den Rädern mit einer gewissen Kraft. Diese Kraft verändert sich beim Fahren. Wenn das Dämpferbein nicht richtig funktioniert und irgendwelche schlagartigen Anschläge hat, dann ist dieser Sprung, dann kriegst du Sprünge in diese Kraft rein und dadurch hast du teilweise ein richtig gefährliches Fahrverhalten. Also in dem Fall muss man wirklich sagen, sowas, dass der TÜV zum Beispiel bei sowas No sagt, ist absolut berechtigt, weil das Auto dann im Grenzbereich nicht mehr beherrschbar sein kann. Habe ich schon gehabt. Ja? Ich habe ein Auto gekauft und da hat ein Gewindefahrwerk drin gehabt. Gut, der war wirklich extrem tief. Aber das Auto bei 120 hatte so auf der Autobahn versagt. Ja. Ich bin während der Fahrt richtig. Aber weißt du, was das ist? Das passiert dann, wenn dein Restweg, wo das Federbein arbeiten kann, zu gering wird und durch das dynamische Fahren der Radweg größer wird. Und dann kriegst du, wenn der Druckpuffer, der oben quasi den Anschlag markiert, nicht sauber ausgelegt ist, dann kriegst du Spitzen rein. Manche machen ja sogar diesen Druckpuffer weg und dann, wenn es ganz dumm läuft, hast du Metall auf Metall und das führt dann dazu, dann kriegst du Sprünge und dann macht das Auto irgendwas, was es will. Also deswegen, das ist schon hochgradig sicherheitsrelevant. Das hat nicht nur was mit Komfort zu tun. Okay. So. Schön. Fahrer gut erklärt. Bombastisch. Jetzt erklären wir Bodykit. Bodykit, das ist ein bisschen Erzähl du lieber, meine Damen und Herren. Wir haben eine Verzögerung von drei Wochen. Drei Wochen, das war aber Weihnachtspause. Drei Wochen. Weil wir haben alles schon fertig gefrisst gehabt. Oh, ja, in dem letzten Video und davor das Video und davor das Video. Und dann ruft der Moor an, gell? Dann ruft er einfach an und sagt, und er sitzt zu Hause und überlegt, wie mache ich das Ding perfekt? Na. Und sagt, Belzec, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich sagte, nein. Mach ich nicht. Du hast dich nicht gefreut, das war gar nicht gemerkt. Wir müssten neue Seitenwände fräsen. Warum? Jetzt. Weil der Ruwe das berechnet hat mit dem Fahrwerk und wenn wir das gelassen hätten, nein, erklär du das doch. Ja. Also ich nehme die Schuld auf mich, ich war wirklich nicht nett. Er ist zu Perfektionist, das ist das Problem. Aber das ist ja unser, das ist auch das Projekt von dir, von Jean-Pierre und mir, das muss ja ein gutes Endergebnis sein. Ja, steckt viel Herz. Herz und auch wirklich schon auch, ich sag mal, Hirnschmalz, weil ein Bodykit einfach nur bauen und das Ding dann runterschrauben, auf eine Messe stellen, das ist nicht die Kunst. Ja. Die Kunst ist wirklich, das Ding so hinzustellen, dass es am Schluss auch funktioniert. Und was ist passiert? Oder beziehungsweise was hat mir nicht ganz so gefallen? Wir hatten hier, wenn ihr hier, da müsst ihr aber relativ in die Hocke gehen. Es gibt ja hier, ist ja der Originalradlauf hat ja hier diese Kontur. Ja. Ja. Der neue Radlauf, den haben wir ja bewusst die Kontur etwas nach oben gesetzt. Das heißt, ihr seht hier einen Abstand. Also dieses Maß quasi ist ja der Abstand zwischen der Kante hier und der hier. Warum haben wir das gemacht? Weil wenn ihr euch vorstellt, das Rad steht im Endeffekt hier, dann wirkt das Auto richtig bullig. Ja? Das Auto steht nochmal ein bisschen satter auf der Straße, macht übrigens ein normaler Bodykit-Hersteller nicht. Das muss man sagen, das ist schon ein Feature, was du gemacht hast. Das machen die normal nicht. Normalerweise lassen die Kante hier stehen und machen nur breiter. Das heißt, die gehen nur in die Breite. Wir gehen in die Breite und in die Höhe. Jetzt war es blöderweise so, dass wir ein Stückchen zu viel in die Höhe gegangen sind. Das heißt, wir haben hier nochmal einen Zentimeter zu viel eigentlich, war das noch größer ausgeschnitten, ungefähr einen Zentimeter. Und das war dann blöderweise von der Geometrie der Achse ein Stückchen zu viel. Dann hätte man kein Dämpfer-Setup mehr hinbekommen
oder eine schöne Fahrhöhe, wo das Auto sich wirklich noch hätte ordentlich fahren lassen. Deswegen haben wir gesagt, oder hat ich dich gebeten, ich habe ja bitte gesagt, ne? Hat nicht gesagt, das geht so nicht. Ich habe gesagt, bitte, Andreas, bitte, 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 ja, bitte, bitte, bitte. Wir müssen noch mal einen Zentimeter diese Kante nach unten setzen, weil sonst wird das Auto nicht unseren Ansprüchen gerecht, was das Fahren angeht. Richtig. Und optisch natürlich auch. Und ne? Optisch auch, ja. Und jetzt kommt, wenn wir das hier aufschneiden, 1 Zentimeter tiefer machen, dann entsteht hier eine Kante. Und du kannst die Kante nicht einfach zuspachteln, weil sonst hast du entweder Sonderwölbung oder Sonderwölbung oder. Und diese Spannbogen, was wir am Anfang hier mit, wie hieß der? Mit Philipp Römers und mit Mietje Borgert. Genau. Hier den Bogen und weiter hier schön hinbekommen haben, ja, wäre weg. Jetzt müsste man wirklich alles neu machen, ja, nur damit der 1 Zentimeter tiefer ist. Aber später, ich sag dir, der Aufwand hat sich gelohnt. Weil sonst wären die Leute alle mit 1 Zentimeter zu viel Luft zwischen Reifen und Rathauskante gefahren. Dann wäre das Auto optisch von der Seite zu hoch gewesen. Das sieht aus, genau. Manchmal, wenn du schöne Felgen hast und nicht tiefer gelegt hast, dann und Niederungsverschnitt, Reifen drauf gemacht und so weiter, dann sieht das wirklich. Deswegen darf man ja goldene Tuning-Regel, du fängst auch niemals machen mit Aftermarket-Felgen und Reifen an, sondern wenn ihr macht, bitte zuerst mit der Tieferlegung und dann die Reifen, weil ein tiefer gelegtes Auto mit Serienrädern kann schon fett aussehen oder gut, aber ein nicht tiefer gelegtes Auto mit Tuningrädern, dann lieber Serienräder drauf. Ja, das ist böse. Ja. So, Motorhaube haben wir auch schon fertig. Hier kommen noch so Einsätze, die wir jetzt hier einarbeiten, diese Streben. Hier kommen noch diese. Die Luftgitter, oder? Ja, so Luftungsgitter. Ja, genau. Ist das so auf einer Seite nur? Ja, das ist eine Reminiszenz. Reminiszenz an den Sportquadro. Mhm. Der hat das nämlich auch, weil hier ist der Turbolader, der hatte den Turbolader auf einer Seite, deswegen hat er hier die Luftauslässe. Wir haben eigentlich bei dem Audi Coupé so ein Hommage gemacht an Audi. Hommage, guck mal, jetzt hast du ein Wort, ne? Ich Reminiszenz zu Hommage. Mein Gott, wir sind voll gebildet. Wir sind ja fast aus Frankreich. Das kommt, weil du immer so oft an der Côte d'Azur bist, ja. Oh mein Gott, ich habe Deutsch verlernt. Und ich als Saarländer, in Côte d'Azur komme ich nicht. Also da bin ich einfach zu, da kenne ich niemand, dass ich da hinkäme. Aber Saarland ist ja auch in der Nähe von Frankreich. Da ist halt eher Metz in der Nähe. Halt nicht Monaco, aber Metz fängt bei das mit M an. Ja, ja. Wir fahren nach Monaco oder nach Nix hier, nach Saint-Tropez fahren wir zusammen irgendwann. Mit den Coupés. Oh, das wär's. Ja. Vielleicht nicht dieses Jahr, weil wegen Corona ist es ein bisschen beschränkt, aber nächstes Jahr machen wir eine Audi Coupé Tour. Stell dir vor, da können alle, die dir so ein Auto gekauft haben, machen wir so eine Tour. Ja. Fahren wir zu dem Robert. Hier bei Tankdeckel, ne? Tankdeckel. Ruben hat heute eine goldene Idee gehabt. Ja, sie ist noch nicht golden. Sie ist eher Silber. So Silber, weil sie hat ein Problem. Ach so. Ja, wir haben ja, oder willst du schon deine Idee sagen? Oder soll ich sie? Nee, meine Idee, okay. Ich habe eure Ideen waren, ja. Wir machen Magneten. Quasi in der Kante machen wir Magneten. An unserem Teil, was hier kommt, Magnet. Dann gab es Ideen mit Klettverschluss oder. Ja. Weil so sieht das nicht schön aus. Nee, so sieht's aus, muss man auch sagen. Wenn man sich so ein normales Bodykit einer anderen Marke, die wir jetzt nicht nennen, kauft, dann sieht das halt immer so aus. Aber wir sagen ja, wir wollen vielleicht das noch ein bisschen perfekter machen. Anders. Genau, und deswegen ist natürlich dieser Ausschnitt jetzt nicht das Allerschönste. Ich finde das mit dem Magneten gar nicht so schlecht. Was man aber auch machen könnte, und da haben wir eben drüber diskutiert, man könnte natürlich das Scharnier versetzen, dass der Tankdeckel nicht so aufgeht, sondern so. Mhm. Haben nur ein kleines Problem. Das erinnert mich so ein bisschen an Jean-Pierres Thema mit der Heckklappe von dem Heckspoiler. Mhm. Dass diese Klappe natürlich, wenn man sich vorstellt, die baut hier dann dick auf. Ja. Der Weg, wo das aufschwenkt, ist nicht groß genug, weil dann würde das hier anstehen. Nein. Wahrscheinlich. Nein. Sagst du, was warum nicht? Weil du das Stück schon gar keine Verbreiterung hat. Ja, aber was noch? Ja, pass auf. Das geht ja. Scheiße. Aber du musst ja bedenken, die Zapfsäule, wenn man sich anguckt, die Zapfpistole, die führt hier trotzdem, die baut hier auch nochmal nach oben auf. Und da ist halt die Frage, ob ich da dran vorbeikomme. Oder mach den Tank mit WLAN. Naja, das kannst du auch machen. WLAN. Kriegst du gerade ein Highspeed-Internet, oder? So ein ich habe gerade vom Vodafone. Ja, wir haben Internet jetzt. Ja, das ist jetzt. Was man immer machen könnte, ist, das ist umständlich. Du kannst natürlich, wenn du tankst, theoretisch, wenn du den Kofferraumdeckel aufmachst, kannst du so beliebig hoch machen. Ne? Ja, ist blöd. Ach so, ja. Aber sowas. Ja, okay. Ist ja auch kein Alltagsauto. Ne? Ist ja kein Auto, mit dem man jetzt täglich in die Arbeit fährt. Aber das ist ja auch kein Auto, der für einen Zähler getankt wird, jeden Tag. Na, einmal voll.
Weißt du noch, wie früher das Sorgen für 5 Mark. Ich habe immer für 5 Mark getankt. Ja, und meine Eltern, die hätten mich umgebracht, weil ich weiß gar nicht, wie oft die mich abholen mussten, weil ich liegen geblieben bin. Weil ich gedacht habe, die 5 Mark, das reicht noch, aber es hat nicht mehr gereicht. Ich habe auch immer, wenn jemand gefragt hat, was verbraucht ich, das hat 5 Mark. Wir haben auch die Heckstange schon fertig. Nicht fertig, aber soweit das grobe Design. Jetzt wollen wir es ein bisschen abhacken. Was sagst du? Das sieht super aus. Das sieht wirklich super aus. Vor allem, was ich total cool finde, ist ja, dass es hier so schräg steht. Und da stehe ich ja total, wenn man das so in der Seitenansicht guckt und man hat quasi hier, dass das so angeschnitten wird. Das finde ich echt, das gefällt mir super. Nochmal erklärt, hier kommt ja nochmal diese Leiste drauf, genau. Weil ihr habt ja hier, wenn ihr hier seht, ihr habt ja natürlich durch dieses Material, habt ihr hier einen Abstand und damit das schön bündig läuft, gibt es halt hier nochmal eine Leiste, gell? Genau. Ja gut, das ist natürlich auch schön passend. Ja, ja, klar. Ja, wenn du auf der Kappe da siehst, da ist ein hier mit Klebern so ein bisschen fest, aber das passt sehr schön. Deswegen, na klar, in der Dicke kommt noch so eine Leiste. Wo wir noch ein Problem haben. Oh, nein. Hab ich noch gar nicht erzählt, aber wir haben ein kleines Problem. Problem. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up.